Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Design Team Beitrag für den Monat März für die Sammelbestellergruppe Bastelspaß mit Biene. Ich habe dieses Papier hier von Craft O'Clock und das werden wir jetzt mal kurz auspacken und schnell schauen, was für Motive wir da haben. Ich habe nämlich ja zu diesem Zeitpunkt noch keine Idee, was ich wirklich mache, denke aber, es wird auf ein Album hinauslaufen, denn wenn man so ja schönes Designpapier hat, da bietet sich ein Album immer an, damit man die schönen Motive auch benutzen kann. Denn ja, jetzt da ein Scrapbook drauf zu machen, nee. Und ja, komplett zerschneiden, nee, auch nicht. Also muss man letztlich ein Album machen. Ja, ich arbeite ja gerne oder versuche immer so zu arbeiten, damit ich wenig Verschnitt vom Papier habe. Und deswegen haben meine Alben auch meistens etwas ungewöhnliche Größen, weil ich mich, wie gesagt, nach dem Papier richte. Manchmal geht es nicht anders, aber auch hier möchte ich versuchen, möglichst ohne großen Verschnitt zu arbeiten. Deswegen habe ich auch hier eine etwas ungewöhnlichere Faltung der Seiten gemacht. Und das werdet ihr aber natürlich in dem Video gleich sehen. Ich messe mir jetzt erstmal aus, wie groß die Papiere sind. Das ist ja 8x8, also 21. Und werde dann meine weißen Papiere, das ist Karteikartenpapier, glaube 190 Grammatur, die werde ich mir dann entsprechend zurechtschneiden, beziehungsweise ich schneide da gar nicht groß rum. Ich falte die. Ja, jetzt schneide ich mir erstmal alles ein bisschen zurecht. Ich möchte ja, wie gesagt, möglichst wenig Verschnitt, ganz ohne geht es nicht. Also ein paar Zentimeter oder Millimeter müssen schon oft abgenommen werden. Jetzt dieses DIN A4 Papier, das schneide ich mir jetzt in der Breite erstmal auf 20 cm zu. Und ich habe bei den Seiten und 19 in der Länge oder die längere Seite bei 19. Ich habe oder möchte keinen Rand diesmal haben. Ich werde die Designpapiere also möglichst so aufkleben, dass eben kein Rand bleibt. Ja, und ich habe jetzt diese Seite so gefaltet und dann überlegt, was mache ich jetzt damit? Ich könnte eine Tasche machen, aber wollte ich nicht. Ich falte jetzt und schneide mir das nächste Blatt genauso zurecht und klebe die dann aneinander, so dass ich immer meine in der Breite 19 cm habe. Ja, und dann kommt die eine Lasche an die andere eben hin, genauso, dass es eben die 19 cm sind und als eine Seite dann wieder agiert. So, jetzt bereite ich mir schon mal mein Cover vor. Ich habe mir dafür ja ganz normalen Karton zurechtgeschnitten, Vorderteil, Rückteil und dem Buchrücken. Und ich werde da jetzt Cardstock, schwarzen Cardstock, habe ich mir neu gekauft. Bei uns ist ja die übliche Größe, die man bekommt, immer 30,5 x 30,5. Ja, für die Alben wird sich eigentlich mal größer, ich glaube DIN A3 ist es dann, anbieten, aber da habe ich jetzt noch nichts gefunden. Ich war schon froh, dass die Biene in der Sammelbestellergruppe mir diesen hier besorgen konnte mit 300 Grammatur, denn ich wollte einen festen, den habe ich mir in weiß und schwarz, weiß für meine Scrapbook-Layouts gekauft. Und ja, ich möchte jetzt erstmal den Karton mit diesem schwarzen Cardstock überziehen. Ja, dadurch, dass natürlich das von der Länge her nicht reicht, brauche ich zwei. Also sprich, ich muss die irgendwo in der Mitte dann stückeln. Und ich mache es immer so, ich möchte beim Cover dieses Mal schon einen kleinen Rand. Und wenn ich einen Rand habe, dann stückel ich das in der Mitte vom Buchrücken und nicht irgendwo auf mittig vom Cover oder auf dem Rückteil. Denn ja, man sieht es kaum, aber man sieht es dann vielleicht doch. Und dadurch, dass ich, wie gesagt, einen kleinen Rand lasse, würde man es dann sehen. Und beim Buchrücken fällt es nicht wirklich auf. Ja, ich klebe die dann einfach mit ganz normalem Tesafilm zusammen und habe dann mein langes Stück, das ich dann schön um den Karton umschlagen kann.
So, ich habe den schwarzen Cardstock jetzt auf den Karton aufgeklebt, mir meine Ränder schön zurechtgefalzt. Jetzt schneiden wir uns die Ecken hier ein bisschen ab. Schneidet nicht bis zur Ecke hin, sonst zieht man am Ende den Karton raus. Lasst einen ganz kleinen Rand stehen, damit man das nachher schön einschlagen kann. So, das hat ganz gut geklappt alles mit dem Beziehen, mit dem Cardstock hier. Jetzt werden wir innen ein Designpapier natürlich reinkleben. Und da habe ich mir auch schon was ausgesucht. Ich werde vorne und hinten die gleichen nehmen und werde mir die jetzt noch kurz ausmessen. Wie gesagt, viel Verschnitt werde ich nicht haben. Ich lasse einen kleinen Rand und dann machen wir weiter. Ja, jetzt ist innen soweit fertig und dann machen wir außen auch gleich unser Cover fertig. Dann haben wir das. Ich mache das immer so ein bisschen alles durcheinander, denn wenn ich jetzt nur Seiten mache und diese weißen Seiten, die ja doch relativ langweilig sind, dann ist mir das zu langweilig. Deswegen arbeite ich relativ durcheinander immer. Und muss zwischendurch einfach ja, dieses Designpapier wieder verwenden, damit ich das schöne Dekor sehe und nicht nur weiße Seiten. Und deswegen mache ich das jetzt fertig. Und ja, ich mag einfach diese Cover von diesen Alben immer sehr gerne und ich mag die auch gerne machen. Und da habe ich richtig Spaß dran. Was ich eben an den Alben nicht so gerne mag, ist immer dieses Innenleben. Ja, ich könnte eigentlich nur Covers machen. Innenleben, das ist mir immer zu langwierig und ja, da bin ich nicht so der Fan davon, aber ja, wie gesagt, wenn man ein Album macht, gehört das auch dazu. Aber jetzt machen wir erstmal unsere Vorder- und Rückseite.
Ja, gerade noch rechtzeitig habe ich gestoppt und das Deckblatt, also das Designpapier nicht aufgeklebt, denn ich wollte dieses Mal ein Band als Verschluss machen. Ich denke immer nicht an den Verschluss der Alben und dann kann man eben solche Dinge am Ende nicht mehr machen, wenn dann schon das Designpapier draufklebt, weil das ja drunter gehört. Und dieses Mal habe ich rechtzeitig noch dran gedacht und mache mir da jetzt eben vorne und hinten so ein Band hin, damit man da das schön mit einer Schleife dann verschließen kann. So, auf der Rückseite habe ich das Band natürlich auch gemacht, gleiche Art und Weise. Und jetzt ist unser Cover eigentlich schon fertig. Ich werde jetzt in der Mitte noch, wo der Karton ist, einen schwarzen Cardstock einkleben. Und ja, dann ist das Cover, wie gesagt, fertig. So, die Seiten habe ich jetzt fertig gemacht. Ich habe alles in dem Prinzip zusammengeklebt, wie ich euch ganz am Anfang gezeigt habe. So ergeben sich immer diese gefalteten ja, Seiten, wie ihr hier seht. Wie man die dann letztlich zusammenfaltet, ist egal. Ich habe immer da, wo die Seiten zusammengeklebt wurden, wo man also diesen diese ja, Kleberänder sehen würde, da habe ich immer ein Designpapier aufgeklebt. Die anderen habe ich weiß gelassen. Und jetzt werde ich das Ganze als Signatur nähen. Ich habe mir drei Signaturen gemacht, und werde jetzt die ganzen Signaturen nähen und euch das zeigen. Ihr müsst schön mittig eure Blätter zusammenlegen, klippt die dann so fest, damit die nicht verrutschen. Dann macht ihr euch eine Schablone zurecht, damit ihr nicht jedes Mal neu messen müsst und markiert da eure Punkte, wo ihr dann näht. Das richtet sich immer ein bisschen danach, wie breit eure Seiten sind und wie viele Stiche ihr machen wollt. Ich habe jetzt hier, glaube ich, sechs. Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Ungefähr im gleichen Abstand. Oben und unten ist es mir nicht ganz aufgegangen, aber ansonsten sind es, glaube ich, immer 3 cm Abstand. Und ja, die markiere ich mir jetzt in der Signatur hier und dann gehe ich mit der Ahle her und steche mir die Löcher. Erstmal so grob vor und dann könnt ihr noch ein bisschen danach durchgehen, damit die Löcher mit der Nadel dann gut durch, also damit die Nadel gut durch die Löcher geht, so rum. Bohrt da ruhig ein bisschen noch rein. Ja, und dann habe ich ja diesen gewachsten Faden hier. Der eignet sich da super, weil man da schön anziehen kann. Und da reißt nichts. Also der Faden reißt nicht. Und ja, ich mag den recht gern und nehme den in letzter Zeit eigentlich immer für meine Signaturen. Vorher hatte ich immer dieses Garn, dieses, ich glaube, Stopfgarn ist das. Da gibt es halt immer diese schönen Farben. Kann man auch nehmen. Ja, und dann gehe ich einfach mit einer Nadel, fädel ich mir den auf und gehe dann durch die Löcher und nähe das Ganze eben. Zeige euch das gleich, wie man das am besten macht. So, von der Länge vom Faden, da nehme ich eigentlich immer zweimal die Länge von meiner Signatur. Das ist dann ja meistens ausreichend, sogar ein bisschen zu viel. Aber ich habe lieber zu viel als zu wenig. Dann geht ihr her und stecht in der Mitte ein. Also bei 6 haben wir jetzt nicht die Mitte. Dann nehmt ihr entweder
von oben oder von unten. Und dann geht er eben erstmal von innen nach außen, lasst da so einen Faden überstehen, denn der wird dann verknotet. Und dann geht er einfach eben Loch für Loch von vorne nach hinten und von hinten nach vorne. Und wenn ihr oben angelangt seid, dann geht er einfach wieder zurück und geht bis runter. Und wenn ihr dann unten angelangt seid, dann geht er wieder bis zur Mitte, wo ihr angefangen habt. Und dann habt ihr die beiden Enden hier und die werden verknotet einfach und fertig ist eure Signatur. So, jetzt müssen wir unsere Signaturen noch in unser Deckblatt, in unser Cover reinbringen. Dafür nehme ich diese Methode hier. Und zwar werden da einfach so viele Signaturen, wie ihr habt, so viele Schnüre werden hier an dem Buchrücken drumherum gewickelt. Ich habe drei, also brauche ich drei solche Schnüre, wo ich die ganzen Signaturen dann durchschieben kann. Also das ist super einfach. Und mir gefällt es auch ganz gut, weil es am Buchrücken hinten dann auch ja, schön ausschaut, wenn da so eine schöne Schnur drumherum geht. Und ja, das zeige ich euch jetzt am besten, dann versteht ihr das eher. Ihr lasst hinten einfach ein Stückchen hängen, denn da wird das Ganze wieder verknotet. Und jetzt schaut ihr am besten einfach nur. So, die anderen beiden Signaturen habe ich schon durchgeschoben. Es ist manchmal ein bisschen fremelig. Je dicker eure Signaturen auch sind und je straffer ihr eure Schnüre hier gezogen habt, desto fremeliger wird es, die anderen Signaturen durchzuschieben. Wenn das gar nicht geht bei euch und ihr euch denkt, ich schmeiße das Ganze jetzt in die Ecke, dann löst einfach nochmal den Knoten am Rücken. Ich mache da eh immer eine Schleife, also ich kann es jederzeit aufmachen. Macht die Schnüre alle locker und schiebt eure Signaturen durch. Und wenn ihr das dann habt, dann zieht ihr wieder, macht einen Zug drauf, dass da wieder Spannung drauf ist und verknotet es hinten. Das ist gar kein Problem. Ja, meine Seiten schauen jetzt eben so aus. Ich habe viel weiß gelassen, einfach weil ich ja gerne in meinen Alben dann, ja, mein Art Journaling weitermache und ja, weiße Seiten einem halt immer die größtmögliche Freiheit bieten, da kreativ zu werden. Und das wollte ich mir eben in dem Album hier behalten. Und ja, jetzt müssen wir das Cover noch ein bisschen verschönern, obwohl ja natürlich das Designpapier schon für sich spricht, aber ein bisschen was kommt noch drauf.
Ja, ich komme jetzt auch schon zum Ende und bin soweit dann auch fertig mit meinem Album. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen inspirieren und euch ein paar Ideen vielleicht mit an die Hand geben oder euch sogar animieren, auch mal ein Album zu probieren, falls ihr bisher gedacht habt, ihr könnt es nicht. Doch, das kann man. Das ist nicht so schwer, wie es oft ausschaut, wenn man die Kunstwerke sieht. Und ich bin auch kein Profi im Album machen, habe aber manchmal extreme Lust, wenn ich so schönes Designpapier sehe, das in ein Album zu verbasteln. Und probiert es einfach und es gibt genug Anleitungen auch bei uns hier noch auf dem Kanal. Und wenn ihr Fragen habt, jederzeit gerne in den Kommentaren oder schaut bei uns in der Bastelgruppe von Bastelspaß mit Biene auf Facebook vorbei. Da könnt ihr eure Werke auch zeigen, euch Tipps abholen oder uns zeigen, wie ihr Alben gestaltet, damit wir noch was lernen können und uns Ideen abschauen können. Ich sage an der Stelle auf jeden Fall danke, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss!